Hallo und herzlich willkommen, meine Fresse fängt ja gut an, bei einem Let's Play War Z mit einem Kumpel, Andrea, also ist ja unser Kanal, also wird das eigentlich normal sein. Sag mal Hallo, André. Okay, ja, das war ein Hallo, hat man nicht ganz gehört, aber naja. Wir können das ja über Facebook gleich probieren. Ja, wir haben ein Telefon, das reicht. Wir wohnen ja im gleichen Dorf, deswegen ist das ja auch alles kein Problem. Und wo bist denn du? Ja, ich bin tot. Ernsthaft? Ja, also ich wusste ja, dass das nichts wird, ne? Was ist denn passiert? Zombies. 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 Viele Zombies. Ja, komm alle. Aber wenigstens bist du durch einen Zombie getötet. Und hier sind auch nur drei Betrüger, glaube ich. Ich glaube, das heißt Betrüger. Ich weiß es immer noch nicht. Man sollte sich mal irgendwann vielleicht erkundigen. Oh, ich bin hier ganz in der Nähe, wo angeblich dieses abgestürzte Flugzeug sein soll. Wo immer irgendwie so eine Sniper drin liegen soll. Also auf jeden Fall eine Waffe. Und ich laufe da jetzt gerade hin. In der Hoffnung, das stimmt. In der Hoffnung, ich habe nicht mal wieder Quatsch gehört. Ja, ne? Habe ich auch so gedacht. Na, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Wahrscheinlich sterbe ich eher. Jetzt meine Hoffnung. 17 von 50. Was? Ja, warte, ich komme gerade wieder. Wie heißt denn du? Ich glaube 321 Mike. Ja, nice. Oder WhatsApp. WhatsApp? Ne, WhatsApp habe ich schon. Nein, ich heiß Frankie Sankey. Also du bist noch nicht auf dem Server. Da steht fest. Echt, das wäre cool, wenn du mir mal eine Waffe geben könntest. Ja, ich würde mich auch immer eine Waffe freuen. Wir müssen uns dann an so einem scheiß Ding da treffen, weißt du? Und dann kann ich dir vielleicht irgendeine Pistole geben. Mit ein, zwei Schuss oder so. Weil ich habe selbst meine Waffen, die ich habe, ich glaube, die haben alle irgendwie keine richtige Munition mehr. Wo ist denn dieses Flugzeug? Oder Helikopter, besser gesagt. Hauptsache, wenn du auf die Karte gehst, ganz links unten ist der Hidden Forest. Da war ich vorhin, ne? Hab das auch aufgenommen und so. Und da war eine, ganz, ganz weit hinten war da eine Bude. Und ich hab da eine M1 gefunden. Ich hab mich so aufgeregt. Ich hab gedacht, super. Irgendwas Besseres hätten die da schon reinpacken können. Ja. Aber dafür habe ich irgendwo nirgendwo dann eine doppellaffige Schrotflinte gefunden. Hast du noch irgendeine Sniper? Eine Sniper? Nee, habe ich noch keine gefunden. Zuerst mal, wo willst du stecken? Keine Ahnung. Ach nee. Oh, hier ist ein Hacker. Was? Hier ist ein Hacker. Also, die sagen das auf jeden Fall in diesem Chat. Dass hier irgendeiner hackt. Ich bin in der Nähe von dieser Massive Weather Station. Also mal wieder am Arsch der Welt. Komm mal zur Blue Ridge Settlement. Also lauf immer ganz außen. Ganz außen immer nur. Ich fang nicht daran ab. Ich weiß nicht, ich weiß. Nee, ist nicht so weit. Ich bin direkt neben Blue Ridge Settlement. Weißt du, wo das ist, ne? Das nächste, die nächste Safe Zone. Ah, oben links die Safe Zone. Ganz genau. Ich hab aber zwei Flashlights. Warum zwei? Ich hab keinen Plan. Dann doppelt hält besser, oder was? Oh, ich hab hier. Da ist er. Da ist der Helikopter. Alter, die Sprintenergie geht so schnell weg jetzt. Boah, vielleicht finde ich ja mal eine mega geile Waffe mal. Das wäre echt nice. Ich würde mich über eine Waffe allgemein schon ziemlich freuen. Ja, aber ich spiele ja mittlerweile auch schon länger als du, also. Ja, bei dir ist das ein bisschen nerviger, dass du noch nicht so geile Sachen hast. Ja. Also ich finde auch immer nur die gleichen Waffen. Immer eine Pistole mit einem Magazin, der da drin ist. Oder so ein Sturmgewehr, was aber irgendwie auch nur scheiße ist. Ach, cool. Ja, also ist irgendwie alles scheiße.
Ich habe die Hoffnung, dass hier nicht alles voll mit Zombies ist. Ach so, ne? Du hast doch gesagt, wenn ich zur Blue Witch Terror Station dahin soll, dass ich am Rand langlaufen soll, ne? Ah. Das habe ich schon mal gemacht. Ich bin echt ganz an der Kante der Map lang. Ja, ich wurde abgeschossen. Ernsthaft? Ich war ganz unten, ganz aus. Mich hat einer abgeknallt. Ja, weißt du, weil die anderen dann vielleicht da auch langlaufen wollen, weißt du? Ja, das Geilste war, weißt du, wie viele Leute auf dem Server waren? Na, zwei. Hä? Sechs. Sechs, ernsthaft? Sechs. Und mich hat da einer abgeschossen. Alter, dein Ernst? Hier ist nix. Hier ist keine einzige Waffe. Wo bist du? Ich habe jetzt Essen gefunden. Wenigstens was. Wo bist du? Ich bin jetzt bei diesem Helikopter-Landeplatz. Also, was heißt Landeplatz? Der ist hier abgestürzt. etwas weiter rechts von Blue Ridge Settlement. Also nicht gerade weit weg. Ich bin auf dem Weg. Zombie. Schmeckt meine Taschenlampe! Ich mach sie sogar an. Ja, das war ziemlich enttäuschend gerade. So viel zum Thema, vielleicht mal eine gute Waffe finden. Wo bist denn du? Bist du wenigstens in der Nähe der NORAD Military Base? Ich bin ziemlich dahinter. Also genau am Rand dahinter bin ich. Achso, naja, dann ist es nicht mehr so weit. 10 Minuten laufen. Ich frag mich, ob er nicht irgendwann mal davon so einen Herzschlag kriegen muss. Weil so viel wie er hier sprintet. Naja, noch schlimmer ist, wenn er mal fertig ist. Mit Sprinten, da hat er so. Ja, ist er komplett fertig mit der Welt. Als wenn er einen Herzstillstand kriegen würde. Er denkt, er sich nur jetzt erstmal eine Zigarette. Ja, echt. Gefällt mir gar nicht, wie offen die Landschaft hier gerade ist. Die ist, wenn du einfach in der Natur bist, dann ist die immer offen. Und zwar extrem. Also ich bin definitiv früher da als du. Ach nee. Doch. Aber dann kann ich, was weiß ich, irgendwie eine kurze Aufnahmepause machen oder so und warten, bis dann du da bist. Also so, dass wir halt nichts verpassen. Oder besser gesagt, dass ihr nichts verpasst, die Zuschauer. Wer auch immer das gucken mag. Ach, welcher bedauernswerte Mensch will das sehen? Nee. Aber wir sind doch so eine guten Let's Player. Stell dir das mal in Battlefield-Grafik vor, auf einer Konsole. Oh, geil. Das ist natürlich mega geil. Und dann natürlich noch die Physiken von Battlefield, dass du Sachen kaputt machen kannst. Das wäre Hammer. Das wäre auch richtig geil, ne?